Warte, hast du die? Ja, der steht am Spawn. Er kann sowas dann noch mehr Tote wickeln. Macht, stellt euch doch da unten auf. Das ist ein guter Platz. Wahrscheinlich kriegst du. Markus. Sehr schön. Du kennst das ja, Dritter Pöppler oder die Infanterie verstärken. Mega. Ja, Infanterie verstärken, ja, das bringt mehr. Ja, okay. Weil die sind schon recht viele, dann werden die ordentlich. Okay. Dein Skill auch noch. Ich hab doch das Fernglas in der Hand. Hast du nicht? Hier liegt ein Schwert. Schwert und Fernglas. Was Fernglas ist das muss hier drücken. Ja, dann viel Spaß. Ja, die sind ins Feld rein. Oh. Geil. Das macht keiner mehr. Ups, aus. Hey, die ganze Armee von uns steht hinter dem Hügel. Wie geil. Würde nicht was absteigen. Seht ihr, dass alle tot sind, wie die jetzt da hochkommen? Und denken so, hä, was ist da los? Boah, alle jetzt gehen sie wieder zurück. Schauen wir ab. Vor allem, ich sagte noch, oh, da hinten reitet unsere Kavallerie, na, die wird bestimmt die Feinde sehen, nur abgeschreckt haben. Tja, scheiß drauf. Ich wusste, dass die ganze Infanterie der Hügel ist. Ich habe mich einfach davon verlassen, dass zumindest die Offiziere mal gucken oder so. Jetzt Wolf vielleicht nicht geguckt, das dritte RF oder so, aber das 10. R18 ist und unsere KPR-Leute. Wolf hat immer geguckt die ganze Zeit. Das haben wir so für unsere Kavallerie ist irgendwie 7 Mann und deren Kavallerie ist 15 Mann. Ja, aber siehst du einfach die drei Linien, wenn die kurz hochkommen werden. Eine Salve auf die Artillerie abgefeuert, die Kavallerie abgefeuert werden. Kurz bevor sie angreifen, werden die Kraft wieder gekämpft. Hey, boah, voll sind unsere Infanterie. Da hinten ist eine Linie. Sind wir halt tot. Wir gehen aber nächste Runde wieder auf den Hügel und sich ist ja okay. Wir hatten immerhin drei Linien. Vier. Sonst laufen die Linien immer weg, gerade aus einer Large Map. Dann gehen mal zwei Linien über die linke Front und dann ist man tot, aber jetzt sind die direkt neben dir und du bist trotzdem tot. Ja. Ja, ja, ist gut. Ja, wie du? Ich. Mach doch hier so, kann ich. Mach doch tatsächlich. Das war echt ein richtig gutes Video machen von was Custom Ghost Modus. Oh, dass die Schlacht lang kommt. Ja, ich überlege gerade, was ich mache, ob ich die Infanterie filme oder. Ja, wenn du eine Banne aus hast, mach einfach Nummer 4 und behaupt, das wäre dein Team. Oh, ist Nummer 4 kräftig über unsere Infanterie an. Die haben auch gerade geschossen, das heißt, die sind dann wahrscheinlich relativ tot. Weil die anderen weiterhelfen ein bisschen. Okay, das war jetzt übernimmt sich das Nummer 4. Hüten halt unsere Leute, aber vielleicht nicht mal das. Vielleicht zu klappen. Das KBR wird vom Team beschützt, nur nicht der Art, nur nicht der Arti-Teil. Kann man so sagen. Können die auch durchaus die Schlacht noch gewinnen, wenn die ganzen Truppen jetzt eins nach hinten rennen. Erst da hinten diese eine Linie. Jetzt das KK Nummer 4. Kann man die Runde gewinnen? Einfach eins nach dem anderen in deine Armee reinrennen. Thank you.
Aber wir gewinnen die Runde, wenn die jetzt nicht irgendwie für 5 Teamkills machen oder komplett verhandeln. Ach, Wolf sieht doch schon gut aus mit Wolf. Wir gehen wieder auf den Hügel jetzt schon mal, die Leute wieder wach zu rütteln. Und, ja, was wir hätten machen können, ich habe es ja auch die Kamera nicht so wirklich bemerkt, wir können halt aggressiver nach hinten rennen, wenn die sich nur annähern. Da habe ich auch nicht drauf geachtet, jetzt zur AKD. Wenn die wirklich wieder hinter dem Hügel sitzen, können wir einfach hin und zwingen die, uns zu helfen. Quasi, das gucken wir mal. Selbst der eine Block wird jetzt nicht noch 8 Kills machen, der heißt ja nicht Lucky. Und, oh nein, wie unnötig! Also, das waren sehr viele Teamkills, ja. Aber okay, wir können ja nicht direkt auf Spawn stehen, wir irgendwo im Tal, das geht ja nicht. Oh, ich sehe Feinkavallerie wieder auf uns zukommen. Das sind keine Kavallerie hinter uns. Doch, rechts sind welche. Also, die Reiter sind in der Nähe. Jetzt ist die Frage, wenn unsere Reiter jetzt nicht umdrehen. Rückzug, Rückzug, das verlieren wir nicht. Was ist das denn? Ich, die Infanterie aus. Entweder sterben jetzt einfach alle oder wir überleben. Oh. Sie zieht sich zurück, die Kavallerie. Warten noch kurz, die können ja schon das Nummer 4, wenn die noch von Fix oder so kommandiert wird, der gerne ein bisschen aggressiv kommandiert. Ne, sie ziehen ab. Oh, die linke Kanone hat Top-Ziele da im Wald. Kannst du mal richtig reinballern. Und sie kommen wieder. Gelernt. Achten machen. Okay, Rückzug, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ey, wir ziehen uns so lange zurück, bis unsere Leute es gecheckt haben. Artillerie nicht einsetzfähig. Geht auch wieder. Die drehen nicht um, aber die werden nicht jetzt das 18. Charge, das glaube ich nicht. Am besten. Also wieder zurück. Die wollen das 18. halt. Ich würde eine Kanone besetzen und hinten dann halten. Tilda, wir können nicht. Bleib zurück. Die denn? Oh, da sagt da sind die. Oh. Ihr sterbt, Pferd die getroffen. Ersten zwei von euch sterben, wenn ihr. Oh, jetzt kriegt ihr den ersten Ton raus. Oh, 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 fuck, ich hab's auch ein bisschen geschützt. Das vielleicht auch. Aufgeht, Kameraden! Es ist fast das gleiche, die Truppen machen wieder. Also, das Nummer 4, das stresst mich. Ich habe gerade immer wieder die Runde verloren, von daher. Geht eigentlich. Vielleicht sollten wir versuchen, jetzt ist die Infanterie halt total. Die rechte Kanone eigentlich schon geladen, dass wir wenigstens mal auf die Infanterie schießen können. Nee. Keine geladen. Also da ist eine Kugel drin, aber bin nicht gekommen. Ich sag mal, Artie benutzt jetzt nach eigenem Ermessen, also. Weil es ist echt mega riskant, wenn ihr denkt, ihr wärt voll cool. Und jetzt sind da extra noch einer. Kills machen. Bitte die Kanone. Was willst du mit dem Drain? Der Drain bringt hier nichts. Aber es sind mehrere. Ja. Toll. Ja, solange die Infanterie so defensiv spielt, können wir nichts machen. Aber ich habe gerade gewonnen, die Infanterie, von daher. Ey, sollten wir nicht so weit vorrücken. Ja, jetzt nach zwei Runden sind sowieso Karte gewechselt. Ja. Wir warten, wir hoffen jetzt einfach, dass irgendwann mal was passiert. Das wird ist ein spannendes LB. Ich find's cool, ich hab Leben, das heißt, ich kann jederzeit noch dahin rennen. Achso, du lebst noch. Ein Rad hat auch noch einen Pömpel. Ich dachte, das leben fast alle noch von uns. Nein. Ich hab zwar gesehen, dass zwei, drei da hinten abgehen. Okay, Artilleriestellung ist jetzt definitiv besetzt vom Feind. Okay, mal kurz einen Blick über den Hügel werfen. Ah, damit ist die leicht. Jetzt die ganze Infanterie. Die ganze. Haben wir nicht sowas wie Artigabe? Ja, wenn das leichte Infanterie. 18. Infanterie spielt. Die stellen sich ja nicht dahin, wo sie von der Arti weggeführt werden können. Ich meine ja nur, dass wenn drei Regimenter hinter der Kanone stehen, die gecharged wird, dass man doch eventuell eingreifen könnte. Rein hypothetisch. Ja, die haben halt alle Angst, dass sie von der Arti wieder zerfickt werden. Die Relation ist ja, machen wir als Arti mehr Kills, wenn wir schießen können, oder machen die Gegner Arti mehr Kills, wenn die auf unsere Leute schießen können. Und unsere Leute haben halt mega Angst vor der gegnerischen Art hier, wo wir eigentlich die bessere Art hier sind. So rein aus meiner Sicht. Jetzt stirbt das Nummer 4 und dann trauen sich vielleicht. Hallo. Hallöchen. Wer ist gerade gekommen? Frederik, kann ich noch kommen? Nein. Ja, du kannst gerne noch kommen, wenn du Lust hast, vielleicht zur Infanterie. Die haben eh schon eine gute Linie und
Wenn du keine Lust hast, darfst du aber auch bei der Artillerie bleiben. Nee, dann geh ich zur Infanterie. Alles klar. Oh, tschüss, Frederik. Tschüss. Achtung, Rathorn, nach links geht, rechts kommen. Der Infanteristen. Überlebst du eher. Die Links können doch mal schießen. Kann immer noch Reiter rum, das ist ja mega ungesund. Warte, ich bin ja, ich muss hier raus. Ein Kreis von Brett. Gott schütze den Kaiser! Wenn wir jetzt die Art zurückerobern, sind wir zwar in Unterzahl, aber dann könnten die so lange campen in der Hügel, wie die wollen. Wir ballern 22 Minuten auf. Als wir den Kampf nicht gewählt haben, also ich hatte viele Briten. Ne? Oh nein, Obi-Jan. Ja, sorry, okay. Oh, Teamkiss Lochen! Also, das ist zwar nicht mein Teamstick, aber. Ja, halt. Ich kann die Runde gewinnen, das machen wir mal mit der Infanterie-Push. Holen die sich die Runde. Die wollen jetzt aber nicht schießen. Oh, da, ja, doch, doch wollen sie. Wäre ich jetzt Nahkampf da, würde ich sagen, ich lasse was. Aber ich finde Schießen cool. Damit ich nicht von dem scheiß Reiter getötet werde. Der Reiter hat den Kill nicht verdient. Also in der Zeit, in der ihr diesen Reiter hinterherlauft, könntet ihr eigentlich auch die Infanterie chargen. Erschossen werde, will ich eigentlich auch, aber ich will vor allem nicht vom Reiter getötet werden, das wäre das Land, das wäre das Neuligste. Auf geht's, Kameraden! Reiter töten wir, cool, eigentlich. Nice. Einer nach dem anderen nieder. Könnten einfach chargen, die sind doppelt so viele, aber. Also selbst die da oben stehen reichen schon. Auf geht's, Kameraden! Macht einfach den letzten Mal eher nach dem Busch. Jetzt bräuchten wir einen Gott, der oberst Feuer was geschickt. Oh Gott. Da hat der Gott nie funktioniert, Feuer. Bin ja auch nicht, bin ja auch Atheist. Ah, er macht das noch. Ja, Sieg. Ihr habt gewonnen. Ja, welches Team bist du, Lucky, für uns, oder? Ja, das müssen wir jetzt mit dir spielen, was da... Jetzt Schützenkäse. Was bist du gespannt, Lucky? Na, ob wir jetzt wieder niedergeschnetzelt werden. Wie so ein Käfer. Dass wir ein bisschen schneller in Stellung gehen können, ist doch ein Vorteil. Ja, ein, zwei Linien, aber bringt halt nichts, dahin zu gehen jetzt. Wir schießen einfach die Arti kaputt oder so. Ja, genau, sterben die. Die bleiben stehen. Ah, tauschen könnt ihr immer noch, wenn ihr Bock habt, also irgendwer von denen... Ladert mal schießen will. Wir laden gerade Andi und wer noch? Ja, kommt ganz gut. Jupp, einer. Wir bisschen zu tief, aber. Hey, Lucky oder Andi wollt ihr, könnt ihr auch mal schießen, wenn ihr wollt. Wie du möchtest. Ich hab jetzt nicht dran gedacht. Ich gleich nächste Runde. Oder übernächste Runde. Ich glaube auch nicht, dass wir den noch mal brauchen. Die Runde. Rechts ist der Linie. Unsere. Ja, das sind unsere, die laufen zur Artillerie. Wohl an die pushen da, vielleicht haben die Infanterie-Schlacht da gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Weil Tech neben nur 16 Gegner, spricht, das sind nur noch die Arti, plus die eine Linie, die vorher in der Nähe von der Arti war. Das bedeutet, dass nur 4 ist wahrscheinlich auch tot. Das sieht auch relativ tot aus. Dann gewinnen wir die Schlacht sogar. Dann gehen wir nächste Runde einfach wieder hier hin. Sehr nice. Wir haben zwar jetzt nicht 20 Kills zum Sieg beigetragen, aber wir haben immerhin gewonnen. Also sieht zumindest so noch aus. Also ich fand, gecampt hat, bis die gesamte britische Armee hergelaufen ist. Auch der Weg ist fürs Nummer 4 viel weiter. Vorher waren wir, wenn wir bei der Artischlucht angekommen waren, waren die gefühlt schon da, weil wir halt einen weiteren Weg hatten auch. Das Nummer 4 geht links. Jo. Ja, das war meine Vermutung. Ah, scheiße, oder? 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 Nice. Sehr gut. Beim Arti-Hügel bei den Gegnern, wenn ihr hochschießt, könnt ihr was betreffen. Unten in der Senke, wo die Reiter sind, sind aber unsere Leute. Also wenn jemand die hohen Schüsse macht. Andi hat auch einen Kill gemacht, sogar von Reiter.
Ja, ihr könnt voll drauf, da überlebt keiner von uns. Voll drauf. Auch auf die unteren. Okay. Wir haben alle. Ja, jetzt ist sie weg. Bei der Arti! Schießt auf die rechte Seite, da sind keine Erdhügel. Geht Schütze und Taser. Auf geht's, Kameraden! Also, mach die kaputt! Geil, wie du da jetzt bist. Hä? Geh wieder weg. Was war das denn für ein Sound? Die Kugel ist am Erdfall auch nach oben abgeprallt? Ja, hier ist eine Adler eingeschlagen. Guck mal, wo ich stehe. Und zwar, guck mal, das ist von oben. Ja, das hab ich gesehen. Komm mal her, Frau Post. Das ist kein so ein Einschlag von so oder so. Das ist von oben, so ein Punkt. Ja, ich hab's gesehen. Die ist am Erdhügel abgeprallt und. Ja, aber erst mal nicht gekommen, Frau Post. Du hast gesagt, komm mal, Frau Post. Ja, aber das sollst du nicht auf mich hören, wenn es total tot führt. Das für ein Scheiß. War eine Falle. Die Arti schießt ja gerade eh nicht auf unsere Rommelkette natürlich. Naja, Vorposten ist gerade durch den Schuss gestorben, ne? Rechts? Ach, von der Muskete. Ach du Scheiße. Rechts von der Oh fuck, mein Fernglas ist da. Rechts von der. Ihr habt ja ein Fernglas, so sieht ihr es ja. Müsst ihr eigentlich beide ein Fernglas haben. Oh lol, wie ist das denn passiert? Bei Kartätsche drin. Ja, aber ich meine, da war doch niemand in der Nähe. Ja, aber Kartätsche fliegt über die ganze Karte, wenn du auf große Distanz schießt. Ach heftig, als ob ich da hinten einer erwischt hab. Kartesche breitet sich aus wie bei Schrotflinte oder so. Ja, ja, das ist schon klar. Das aber fliegt 45 Grad nach rechts und nach links im Zweifel. Bartmann, was ist drin bei mir? Kartesche. Und Ziele müsst ihr jetzt selber suchen, ihr habt ja Ferngläser. Ah, das war jetzt eine Grube? Ja. Ah, okay. Ja, wer fällt mehr Todes, bitte noch auf dem Server bleiben. Oh, für so knapp. Abschieds. Ghost euch ein bisschen, die links existiert noch, also ich werde euch irgendwann angreifen. Da müsst ihr dann. Artillerie geht jetzt nach links, immer aber wir von unserer Kavallerie. Hinter euch jetzt die Gegner, also sind halt nur Infanteriesprüche, ihr könnt noch weglaufen, dann irgendwann zum Beispiel da, wo die Verbündeten sind. Nein, die feindliche Artillerie ist jetzt irgendwie tot. Ja, dann könnt ihr weglaufen. Na, ich. Kann jemand mal diese Gitter hier kaputt machen? Es sind hinter euch 15 Infanteristen, wenn ihr nicht weglaufen, werdet ihr getötet. Und dann ihr sollt ich jetzt weglaufen nach vorne, sonst überlebt ihr nicht. Die nächste brauche ich Kartätsche. Ja, ihr überlebt das nicht, ihr solltet eher weglaufen. Dann könnt ihr euch an die gegnerische Arti setzen und von da aus wieder schießen. Weglaufen, das ist ein Befehl aus dem Jenseits. Ich bin noch einen Schuss, warte, du könnt auch schießen, die können jederzeit stehen bleiben und auch schießen. Ah, verfickte Scheiße. Okay, weg hier. Rennt einfach gerade durch, das müsste eigentlich gehen. Da 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 da. Wenn ihr. Ja, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich und dadurch verlieren die dann Geschwindigkeit. Und dann seid ihr eigentlich entkommen. Außer dass ich getroffen werde halt. Mal rüber. Das ja, könnt gerade durchlaufen. Die Arti schnappen. Ob ich da noch mal Kills machen könnt, weiß ich nicht, weil euch die Truppen ja schon entgegenkommen. Aber ihr lebt zumindest und habt eine Kanone. Dun, dun. Dun, dun. Gleich alle mal C drücken, wenn ihr direkt auf der Höhe. Gott schütze den Kaiser! Und dann weiterlaufen. Das war jetzt mal eine schöne Szene, die kannst du auch in deinem Video aufnehmen, Fokus. Ja, ja. Vor allem der Lucky-Gesang, werde ich extra Rennschreiben. Gesang bei Lucky. Ah, nett, nett, nett. Ich komme immer noch über diesen Kartätschenschuss, dass der echt ein Headshot war. Einmal quer über die Map komme ich nicht mit klar. So viel Pech muss man haben. Er ist ja zu spät, wenn es gekauft ist. Ich geh's zum Roden. Ja, ich glaube, der Charge von denen beginnt wahrscheinlich bevor ihr da ernsthaft. Keine Ahnung, was gemeint habt. Quatsch. Aber ihr habt ja noch die Ferngläser, ihr könnt selber gucken, was ihr machen könnt. Habt ihr doch so einen Freund? Mal schauen. Oh. Also, wenn ich jetzt schieße, dann wird das ein 10er Kill. Oh, aber dunkelrot oder grün? Kann einer bei mir nachher. Ist schon drin. Also, die benutzen aktuell sehr große Artillerie-Stellung. Ja, ist halt auch eine schöne Artillerie-Stellung, ne? Ja.
vor allem, weil ich auch den einen Erdfall nach links gebaut habe. Und sie nur nach rechts offen gelassen haben alles. Ach, komm schon. Komm, ein Schuss geht noch. Ah, einer geht auch noch. Ey, wenn ihr jetzt sehr gut trefft über den Erdhügel, dann macht ihr einen Flyer-Kill. Nein, nicht so leider zu weit jetzt. Egal, jetzt haben wir gewonnen. Okay, tschüss für meinen Käse. Oh, Jack Carter hat Markus getötet, aber der Markus hat auch Wolf getötet und er fällt so, wo da ist gerückt. Ah, dieser Roffel, was macht denn der? Wait, hast du was gegen ihn? Ja, nee. Grund bei der Arti zu bleiben, hast du keine Roffel. Ach so. Na, ich bin eh besser als du. Also alle auf dem Surfer bleiben. Vielleicht kommen die alle den Cheese mit dann hier hoch. Ausgezeichnete Schüsse am Ende und auch ausgezeichneter Nahkampf vor allen Dingen von Roffel. Ja. Angenehm Tag. Da. Infanterie, gleiche Position. Oder Wolf macht das. Wolf ist hier der. Ja, ich mach erstmal nur die. Ja, auch die Adler ist schließlich Wolf an. Wir machen ja eine coole Formation. Wir bleiben einfach hier, würde ich sagen. So ja, wir laufen nicht weit weg. Achso, ich hätte vielleicht auch noch die Ziel auswählen können. Links um. Ja, Andi, wäre cool, wenn du jetzt das Gesicht freigibst. Sehr schönen Trail und diesem eleganten schwarzen Pferd. Ach, die Trails, die hat er nur einfach abstellen. Wenn ich bis Frühling warten. Lauter coole Boys hier. Sehr schick. Ich mach keinen Stress, sonst kriegt er Geld gekürzt. So. Gott schütze den Kaiser! Und ich war an. Roffel, mal eine Frage. Du siehst dich nur als Invite? Ja, Moment schon. Du hast keinen Bock hier in coolen Rängen befördert zu werden oder so? Ja, im Moment ein bisschen viel Schule. Geht das dann auch gut? Wir freuen uns auch über jeden Invite. Dann darf der Füsselier Shadow Dragon einmal nach vorne treten. Shadow Dragon, du bist ja schon recht lange dabei. Hättest durchgehend Beförderung gegeben, wahrscheinlich wärst du auch schon einen Rang höher, aber jetzt gibt es hier wieder Beförderung. Von daher gibt es für dich jetzt Grand Füsselier. Das ist einfach noch ein großes G vor dem Fuß. Vorne dran, das F bleibt glaube ich auch groß. Ja, falls du hat das schon schön hingeschrieben. Das wird dein neuer Rang sein. Alle Mann legt an zum Salut. Feuer. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst zurücktreten. Vielen Dank. Doch so irgendwie so ein Abschieds-Dings oder so. Deswegen bleiben wir noch kurz auf dem Sofa, weil die sich alle hier aufstellen. Das ist nicht geplant, aber wir wollen uns ja jetzt nicht unbedingt verweigern. Wir warten nochmal aufs. Dann die Gegner, die kommen auch. Da machen wir wahrscheinlich einfach nochmal wieder ein Lied oder so. Für alle. Also das war jetzt nicht geplant, aber ist so ganz nett. Was denn? Irgendwie auf dem Bus muss oder so, darf natürlich auch gehen. Vielleicht, aber vielleicht irgendwie vorher aus der Linie rausgehen, bevor vom Surfer geht, dass man nicht mitten aus der Linie und umfällt. Wir warten mal. Ja, komm dann, legt an zum Salut. Feuer. Das war jetzt aber traurig. Ja, wir haben ja auch nicht alle Muskeltiere, aber wir sind das Artige, wir sind einfach cooler. Da schreibt noch GG in Chat. Alle gleichzeitig, yeah, drei vorbereiten noch. Oder schreibt noch GG in Chat drauf. So. Dann noch einmal umdrehen, machen wir noch unser Loot für die. Aber er schießt mir nicht den da ganz vorne. Anlegen zum Salut, aber nicht den Artigen. Sehr hoch. Feuer. Und vom Surfer wird jetzt auch.